Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Portaltage. Was bedeutet das? Es gibt verschiedene Kalendersysteme. Unserem westlichen Kalendersystem entspricht nicht die Einklang zu Natur. Da bevorzuge ich eher den Mondkalender. Unserem Kalendersystem basiert auf dem Sonnenkalender. Aber das ist nicht das, was ich bestimme, die Kalendersysteme, sondern ich interessiere mich dafür. Es gibt Naturvölker, die haben ihren Kalendersysteme. Ganz berühmt sind die Maya-Kalender, aber das haben sie auch die Chinesen, auch die Tibeter oder die Perser, auch die alte Ägypten haben auch dieses Kalendersystem gehabt oder die Babylonier. Wichtig ist, im Einklang zu sein zu Natur. Und es gibt immer wieder Tage, wo wir eine ganz starke kosmische Energie stehen. Man nennt das auch als Portaltage. Aber das wirkt auf jeden Mensch anderes, weil wir empfinden, diese Energiefeld anderes. Weil jeder Mensch ist einzigartig und hat einen anderen Bezug zu diesem kosmischen Einflüsse. Wie trifft es Sie persönlich? Wann sind die Tage, die Momente im Leben, wo auch Erfolg führt und in welchem Lebensbereich ist es? Mehr in die Liebe, Partnerschaft, wo Sie Chancen haben oder haben Chancen, beruflich etwas verbessern oder verändern oder Gewinnchancen, die Finanzen zu verbessern oder ein Heilprozess. Wann sind Ihre persönlichen Portaltage? Das können Sie nachfragen und als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert das und was kostet das? Sie schreiben mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Bitte dazu schreiben meinen persönlichen Portaltagen und ich benötige dazu noch die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich werde diese Tagen vermitteln, auch die Lebensbereiche, wo liegt diese Kraft. Und pro Tag oder pro Themen kostet 10 Euro. Ich werde diese E-Mail persönlich und blitzschnell beantworten. Im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.